der Münsteraner Hauptbahnhof. Schon seit Anfang 2014 wird an ihm gebaut, doch jetzt befindet sich der Bau auf der Zielgeraden. Im Frühjahr 2017 soll der Bahnhof dann eröffnet werden. So wurde zum Beispiel der große Bauzaun an der hinteren Seite des Bahnhofes mittlerweile entfernt. Im kommenden Jahr soll der Bahnhof laut der Deutschen Bahn in Betrieb genommen werden. Geschäfte dürfen in einem modernen Bahnhof natürlich auch nicht fehlen. So werden die Fastfood-Ketten McDonald's und KFC im Gebäude vertreten sein, aber auch eine Apotheke und ein Buchgeschäft soll es geben.